Denny, du möchtest noch einen Schluck? Dann bin ich hin und bin mit dem Becher wieder zurück und hatte nur, ich habe dir zur Sicherheit noch mal einen zweiten mitgebracht und den habe ich mir dann schnell irgendwo hingeschoben, weil man darf das wirklich nicht in Deutschland. Und dürfen wir jetzt alle rauchen? Herr von Schirach, ich glaube, ein großer Rauch. Wahnsinnig. Ich habe eine Zigarrenpalette. Und den Wein hier, das muss ich nicht jetzt einmal umarmen. Das ist ja toll. Also, wir rauchen nicht rein. Wir rauchen nicht rein. Ich fühle mich sofort wieder ganz zu Hause hier. Also, wie hat sie geraucht? Sie hat halt nicht so dieses Aufgestellte, was manchmal, oder so dieses, ne, sehr feminine, diese Hand so gehalten, sondern eben mehr so. Ach so, okay. Aber ich sehe es so gerne, ehrlich gesagt. Romy Schneider, oder? Habe ich gelesen. Ich auch. Ein Kollege, Thierry Lhermitte. Kann ich mal ziehen, kurz, während du redest? Mein Schauspielfreund Thierry Lhermitte, der hat mit ihr gedreht, da war der, man hat sich unmittelbar in diese Frage. Das wird Sie rühren, bin ich ganz sicher, weil gestern habe ich Michael Jürgs angerufen, der Mann, der das Interview damals mit Romy Schneider geführt hat und in dem Film so unvorteilhaft dargestellt wird. Ich habe ihm gesagt, als Sie da Marie Bäumer gesehen haben, hatten Sie das Gefühl, die sind sich ähnlich? Und da sagte er, am Schluss bin ich immer tiefer in meinen Sessel gerutscht und habe gesagt, Romy, du lebst ja doch noch. Das ist cool. Das ist cool. Proteste niederzubügeln und abzuwenden und zu beschwichtigen. An sich ist Rauchen was ganz Furchtbares. Vielen Dank. Ja. Ja.